Hallihallo und herzlich willkommen zu einem ersten Themenüberblick hier für iKnowYourGame.de. Wir verraten euch jetzt, was sich letzte Woche gelohnt hat und nächste Woche lohnen wird, auf unserer Webseite durchzulesen und anzuschauen. Am Dienstag hatten wir ein ziemlich cooles Fundstück für alle Fans der Mass Effect-Reihe. Das war nämlich ein interaktiver Fanfilm, der auf den Namen Mass Effect Assignment hört. Am besten schaut ihr euch das Ding mal selber an. Es zu beschreiben ist ziemlich schwierig. Guckt es euch am besten an und ihr werdet staunen, was Fans mit viel Liebe zum Detail zusammengeklöppelt haben. Außerdem hatten wir letzte Woche eine ziemlich musikalische Top 10. Der Johannes hat mir geschrieben, du pass mal auf, ich hatte eine ziemlich coole Idee. Wie wäre es, wenn ich eine Top 10 zu Spielen mache, in denen Musical-Einlagen vorkommen? Ich habe ihn dann erstmal für verrückt erklärt, weil ich dachte, es gibt überhaupt keine 10 Spiele, in denen Musicals vorkommen. Also in denen Musical-Einlagen vorkommen. Gibt es aber doch. Und welche das sind und was da gesungen wird, das solltet ihr euch direkt am besten einmal anschauen und anhören. Es ist ziemlich freakig. Schaut es euch am besten selber mal an. Wir hatten außerdem noch zum Donnerstag, also am Donnerstag, aber zum am Samstag gefeierten Geburtstag von Chuck Norris hatten wir ein Video, das Chuck Norris in eine 8-Bit-Spielewelt zurückholt, nämlich Super Mario Bros. Er hat ein Level auf eine etwas andere Art und Weise gelöst. Wie? Das könnt ihr euch im Artikel anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall und es ist sehr, sehr witzig. Wir hatten außerdem noch einen Mass Effect Artikel letzte Woche. Und zwar ein Lesezeichen. Lesezeichen sind bei uns die Buchvorstellungen. Wir haben einen Roman uns auf den Zahn gelegt, oder vielmehr die Sam hat sich einen Roman auf den Zahn gelegt, der für eine ganze Reihe quasi steht, nämlich Mass Effect Revelation. Im Deutschen heißt das Ding die Offenbarung, kann man auf Amazon kaufen, auch als E-Book. Ja, als E-Book. Ist ein Roman, wie gesagt, der im Mass Effect-Universum spielt, und zwar quasi als Prequel zum allerersten Spiel. Große Spoilerwarnung, aber vielleicht ist der ein oder andere bei euch, unter euch, der Mass Effect 1 schon gespielt hat. Dann könnt ihr das problemlos und ohne Gefahr einfach euch mal durchlesen. Und vielleicht ist das Buch ja auch was für euch. Das wäre ja ganz fantastisch. Wir hatten außerdem am Samstag einen Test zu Segas Binary Domain getestet von Johannes auf der Xbox 360. Da schaut am besten auch mal rein. Und wir hatten natürlich noch den 51. I Know Your Game Podcast. Also jede Menge Unterhaltung aus der letzten Woche. Und jetzt, zack, kommen wir direkt zur nächsten Woche. Kommen wir in unserem kleinen Ausblick auf die nächste Woche direkt auf den Montag zu sprechen. Da gibt es zuallererst mal einen etwas verspäteten, aber dennoch immer noch sehr aktuellen Test, nämlich zu Azuras Wrath aus dem Hause Capcom. Das wollten wir euch eigentlich letzte Woche schon gezeigt haben, aber so ein bisschen gesundheitstechnisch, ihr hört es, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich kam nicht dazu, die Artikel gegenzulesen und deswegen großes Chaos. Lange Rede, kurzer Unsinn. Jetzt am Montag Andres Test für euch. Azuras Wrath, lest es euch durch. Außerdem am Montag gibt es noch einen Comic der Woche. Also mindestens einen, vielleicht sogar zwei. Die letzten Wochen hatten wir ein bisschen schwarzen Humor. Mal gucken, ob wir das beibehalten. Am Dienstag gibt es dann endlich ein I Know Your Game Update zum Monat März. Das heißt, wir verraten euch, was sich im März auf der Seite alles tun wird. Hauptsächlich wird sich auf der Seite Folgendes tun. Es wird die Super Achievements endlich geben. Ab 1500 Punkten wird es dann sowas wie ein Charakterlevel geben. Das heißt, eure Punkte aus Kommentaren, Forum-Posts und Logins werden in einen Topf geworfen. Ihr seht es immer oben schon in der Userbar, wie viele Punkte ihr habt. Und für diese Gesamtpunktezahl wird es dann auch endlich Achievements geben. Welches genau das sein wird, verrate ich natürlich nicht. Aber die Super Achievements werden sich alle an Boss-Gegnern und Endgegnern aus Videospielen orientieren. Also, könnt ihr schon mal drauf freuen. Außerdem am Dienstag gibt es natürlich noch ein Fundstück, was genau, wird aber nicht verraten. Mittwoch, endlich mal eine Top 10, die aus meiner Feder kommt. Ich habe lange darüber nachgedacht, was kann ich denn überhaupt irgendwann mal jemals für eine Top 10 schreiben. Jetzt habe ich es, es kam wie ein Blitz, wie ein Geistesblitz. Auf einmal war ein Bild vor mir von Transport Tycoon Deluxe.
Also mache ich eine Top 10, meine persönliche Top 10 der Wirtschaftssimulation. Das war eine kleine Zeitreise für mich. Ich habe jetzt tierisch Bock, ganz viele dieser Spiele wieder zu spielen. Das ist ja die Krux an unseren Top 10s. Sie erinnern uns an viele Dinge aus unserem Gamerleben und ich möchte gerade nichts lieber als Transport Tycoon Deluxe spielen. Donnerstag ist Download-Test-Tag. Download-Test-Tag. Wow. Der Tobi ist zurück und hat direkt ein Spiel getestet, was es seit einiger Zeit schon auf dem Xbox Live-Marktplatz gibt, nämlich Sega Rally Online Arcade. Das hat er auf der 360 getestet und wie er das findet, das könnt ihr am Donnerstag nachlesen. Außerdem gibt es am Donnerstag noch ein Fundstück. Was das sein wird, verrate ich aber nicht. Ist geheim. Am Freitag, ich muss es ablesen, gibt es ein unter dem Radar-Artikel vom guten Johannes und zwar Gargoyle's Quest, Demon's Quest. Wem das was sagt, der darf sich jetzt schon mal auf den Freitag freuen. Alle anderen natürlich genauso. Es wird wieder ein Spiel sein, was viele Leute hier nicht kennen, was aber unserer Meinung oder in diesem Fall Johannes' Meinung definitiv jeder kennen sollte. Also, schaut mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Am Samstag gibt es dann einen Test, und zwar zu Metal Gear Solid Snake Eater 3D. Das ist ein 3DS-Remake des dritten Teils. Ich habe bisher noch gar keinen Metal Gear-Teil gespielt, bis auf den Teil, der auf dem NES stattfand. Was man, glaube ich, nicht zählen darf. Oder so. Wie das Ganze auf mich gewirkt hat und ob ein solches Spiel portabel wirklich Sinn und Spaß macht, das erfahrt ihr dann in meinem Test am Samstag. Außerdem am Samstag gibt es natürlich ein Flash-Game der Woche, welches, das weiß ich selber noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der André wieder mal was Schönes ausgraben wird. Am Sonntag gibt es dann die 52. Episode unseres I Know Your Game Podcasts und die Zusammenfassung dessen, was die Vorzocker-Redaktion diese Woche so alles angestellt hat. Bis dahin wünsche ich uns allen eine schöne Woche. Hoffe, dass ihr viel Spaß und gute Unterhaltung auf unserer Webseite, nämlich www.iknowyourgame, vorgefunden habt und vorfinden werdet. Und wir sehen uns ganz sicher schon bald wieder. Macht's gut!